Willkommen im Aquaparadies Patio und herzlich willkommen zu Sportsbacker, sagt euer Andreas. Ein herzliches Willkommen natürlich auch vom Lenz, unsere entzückende Kirschblüte. Kimiko ist natürlich auch dabei und die freut sich schon ganz besonders auf das Aquaparadies. Herzlich willkommen auch Entschuldigung. Ja, ich kann es verstehen, dass es dir da die Sprache verschlägt. Es geht rasant zu heute bei Sportsbacker. Und da dürfen natürlich auch die nötigen Kalorien nicht fehlen, um diese fantastischen Spiele durchzustehen. Hier zum Beispiel an der schiefen Ebene die schönsten Kirschblüten Japans. Mal abgesehen von Kimiko, die natürlich hier eher uns unterstützt. Auch dabei der Super Million Man, auf den könnt ihr euch freuen. Und musikalisch geht es auch zur Sache gleich bei uns. Aquaparadies Patio in der Provinz Saitama wartet auf Sportsbacker. Es geht nicht um diese Rutsche, nein, da unten, diese Rampe, die muss bezwungen werden von den Herausforderinnen. Und da hat Sportsbacker keine Mühen gescheut, wirklich die tollsten Kandidatinnen herauszufinden. Ich weiß, diese Anstrengungen außerordentlich zu würdigen, aber die Herausforderung ist natürlich extrem hoch. 9 Meter insgesamt die Rampe, erstmal 5 Meter in einem Winkel von 20 Grad. Und das ist eigentlich schon schwierig genug, aber dann nochmal 4 Meter mit 35 Grad Neigung und das Ganze nicht trocken, sondern auch noch nass und rutschig. Aber oben wartet der große Preis, 1 Million Yen. Noch Fragen? Keine Fragen mehr, die erste Kandidatin versucht sich hier. Die Frage natürlich immer erst gleich mit Geschwindigkeit anfangen oder erst mal die richtige Haftung bekommen. Junko Mima versucht hier den Mittelweg. Sicher, aber auch nicht so langsam hochzugehen. Aber nochmal zur Erinnerung, bei diesem Spiel gibt es keine Zeitbegrenzung. Ja, keine Zeitbegrenzung, aber es gibt natürlich eine Richtungsbegrenzung. Das war auf jeden Fall die falsche. Man könnte es auch begrenzte Haftung nennen. Und der Kameramann, der kriegt hier gleich ordentlich was ab. Aber jetzt der Super Million Man kommt und stellt sich den neuen Herausforderern. Rüstung angelegt und heute geht es um 1 Million Yen und den Motocross Battle. Ja, Motocross Battle, jawohl, das haben wir alle, glaube ich, ganz perfekt verstanden. Japanisch ist ja gar nicht so schwer. Nee, so schwer ist das gar nicht. 50 Meter Vorsprung hat der Kandidat. Der Super Million Man heizt hinterher. Da unten ist der Kurs eingeblendet. 2 Runden müssen gefahren werden. Und es ist ganz einfach, der Herausforderer darf sich nicht einholen lassen vom Super Million Man, sonst ist er draußen. Wobei wir den Super Million Man ja mittlerweile kennen, das ist ein echter Tausendsasa, der ist in praktisch allen möglichen und unmöglichen Sportarten kaum zu bezwingen. Aber hier haben wir einen ganz tollen Kandidaten, Tooru Orihara, erst 14 Jahre alt, ist Schüler, aber schon Junioren-Japanmeister im Motocross. Und das sieht man auch, klasse Technik. Aber der Super Million Man macht hier schon wieder einiges an Boden wett. Aber hier in dieser engen Kurve, da hat der gute Tooru doch ein bisschen Distanz wieder zwischen sich und den Super Million Man legen können. Und die erste Runde hat er überstanden. Ein echter Klacher. Kann man wohl sagen, das ist natürlich jetzt eine weitere Extremschwierigkeit. Ist dieser Parcours dann noch weiterhin mit so explosiven Momenten bestückt? Nein, das ist wirklich nur das Zeichen, dass die zweite Runde erreicht ist. Ein kleiner Bonuskracher. Und jetzt wird es ganz schwierig. Da aber verfährt sich der Super Million Man. Er hat zwar ein höheres Tempo gehabt, musste aber dafür die ungünstigere Außenbahn nehmen. Nicht nach unten sehen.
Schwindelfrei sollte man natürlich schon sein bei dieser Sportart. Die nächste Haarnadelkurve aber schon vorher gestellt und da explodiert der kleine Sprengsatz am Motorrad des Herausforderers und das ist das Zeichen dafür, dass er überholt worden ist, dass seine Jagd nach 1 Million Yen vorbei ist. Der Super Million Man wieder in Siegespose, aber jetzt wird's musikalisch. Japan ja überhaupt ein sehr musikalisches Land. Ja, ihr kennt natürlich alle Karaoke. Hier allerdings geht es nicht ums Singen. Hier geht es darum, gemeinsam zu zweit ein Lied zu spielen. Can You Celebrate heißt das. Typisch japanisch. Typisch japanisch. Itchy bitch. Da haben sie sich, glaube ich, verspielt. Nein, doch nicht. Das war offenbar noch ganz korrekt. Ja, verspielt. Zwei Tasten auf einmal betreten. Und das ist das vorzeitige Aus. Hier haben wir ein junges Liebespärchen. Sie spielt seit über 15 Jahren Klavier. Aber wer macht den Fehler? Sie macht den Fehler. Oder er hätte vielleicht von seiner Taste runter müssen. Wir werden es, glaube ich, nie erfahren. Jetzt heißt es wieder japanisches Essen. Das sehe ich sofort. Die Tische sind schon fast gedeckt. Aber das ist jetzt eine ganz spezielle Herausforderung, Andreas. Es geht nicht um das Sushi-Band diesmal, sondern diesmal haben wir die Zeit ein bisschen verlängert. 24 Stunden haben die Kandidaten, um sich durch riesige Sushi-Berge hindurchzufuttern. Und hinten raus wird es immer schwieriger. In der ersten Stunde ein Teller mit zwei Stücken. In der zweiten Stunde zwei Teller mit vier Stücken, logischerweise. Und so geht's weiter. Und in der 24. Stunde müssen Sie sage und schreibe 24 Teller, also 48 Stück Sushi verputzen. Ein Hoch auf unsere tollen Kandidaten. Ob die das schaffen? Ja, der Herr hat auf jeden Fall schon mal die richtige Körperdimension. Das schaut er sich mal ganz genau an. Handelt sich um einen Oktopus. Scheint vielleicht mit der Zubereitungsart nicht ganz einverstanden zu sein. Doch, das geht ganz gut runter. Ich glaube, es war ihm ein bisschen zu wenig, denn wir sind in der ersten Stunde und da darf er nur den einen Teller essen. Schätze mal, dieses Spiel geht ihm ein bisschen zu langsam los. In der Zwischenzeit darf man machen, was man will, sich ein bisschen ausruhen zum Beispiel. Ja, das ganze Abtrainieren geht natürlich auch. Ja, versuchen sich ein bisschen Platz zu verschaffen und da sind die Köche, oder wie sagt man eigentlich, die Sushi-Roller? Sushi-Köche, jedenfalls bei der Arbeit, um immer neue Teller für die Herausforderer heranzuschleppen. Lecker! Ja, das schmeckt! Die Tischmanieren lassen etwas zu wünschen übrig, aber sei es drum. Wir sind in der 9. Stunde und zwei Kandidaten geben auf. Nach 8 Stunden und 72 Stück Sushi. Und da streichen die nächsten beiden die Segel. Sie können einfach nichts mehr essen. Diese beiden kommen erst gar nicht aus dem Pausenzimmer zurück. Und er gibt auch auf, 90 Stück Sushi, 9 Stunden durchgehalten. Tja, da helfen alle Erklärungsversuche überhaupt nichts mehr. Er kann kein Sushi mehr sehen. Entschuldigung. Na gut. Und hier haben wir Tomonori Nakamura, 27 Jahre, Metzger von Beruf. Auch er nach 110 Stück aufgegeben. Vielleicht hätte diese Dame sich doch eher für jenes Spiel bewerben sollen. Aber vielleicht hat sie ja den nötigen Anpressdruck an der Rampe. Ja, das ist die eine Interpretationsmöglichkeit. Die andere Interpretationsmöglichkeit, sie hat natürlich auch eine Menge Masse, die sich dementsprechend schlechter anhaften und so weiter lässt. Da trocknet sie auf jeden Fall nochmal ihre Hände. Keine schlechte Idee. Bevor es also an dieses noch steilere Stück geht. Und jetzt geht sie's an. Ein gefallenes Mädchen. Beziehungsweise ein ausgerutschtes Mädchen. Ich hab's fast gedacht, dass das nicht gut gehen kann. Sechsmal die 5,8 in der Haltungsnote. Dafür gibt es aber keine Millionen. Und jetzt haben wir ein mutiges Mädchen.
Tsugumi Toyoda, 18 Jahre alt, Schülerin, japanische Motocross-Meisterin. Und sie wird gejagt vom Super Million Man. Also, ich hätte da Angst. Ich glaube, die hat sie nicht. Die gibt schon mal richtig Gas. Toller Sprung, absolut sicher über den ersten Buckel gekommen. Und jetzt hier in den kleinen engen Kurven, da hat sie vielleicht sogar einen kleinen Vorteil gegenüber dem Super Million Man. Du meinst, sie kann engere Kurvenradien fahren? Aber da kommt er schon. In der Hanalkurve aber wieder um 2-3 Meter abgehängt. Und jetzt beide gleichzeitig über den Hügel. Und das war's. Der Super Million Man ist vorbei. Ich habe ja immer wieder gemutmaßt, er könnte die Kandidatinnen bei Sportsbacher etwas bevorzugen, aber Pustekuchen. Aber zumindest noch ein freundlicher, respektvoller Klaps vom Super Million Man. Und jetzt wird's wieder musikalisch. Can you sell a braid? Can you kiss me tonight? Die singen auch mit, damit sie das richtig im Kopf haben. Und die Zeit läuft auch runter, nur noch 56 Sekunden. Und da müssen sie durch alle vier Strophen hindurch. Das ist eine interessante Taktik. Also sie macht praktisch alles und er steht dumm rum. Er spielt die Fermate. Die Generalpause, ja. Ein Liegeton würde ich auch noch hinbekommen. Ein Pedalton sozusagen. Ja, natürlich, dass die arme Kandidatin da viel fehleranfälliger ist. Na gut. Wir sind in der 12. Stunde, das heißt 24 Stück Sushi müssen in dieser Stunde gegessen werden. Ich glaube, er hat gerülpst. Ich habe nichts gehört, Kimiko, dem schmeckt's noch prächtig. Ordentlich spülen, drei Teller, drei Becher Saft. Kleine Erfrischung gefällig? Ja, das macht natürlich Durst. Aber so langsam wird es natürlich schwierig. Jetzt sind wir in der 15. Stunde und in dieser 15. Stunde müssen logischerweise 15 Teller gegessen werden. Sprich, 30 Stück Sushi, ja. Und dann sind immer noch 9 Stunden übrig. Er kann nicht mehr nach 210 Stück Sushi Aufgabe. Mahlzeit. Und der Herr hat einfach immer noch Hunger. Ist natürlich immer ganz gut mitzubeobachten, was die Konkurrenz gerade so macht. Diese junge Dame hält sich fit auf dem Trimrad und er meditiert lieber ein bisschen. Unterhält sich vielleicht gerade ganz in Zen-Manier mit dem Sushi. Oder mit seinem Magen. Das sind die ganzen Teller, wo vorher schon das Sushi drauf war. 19 Stunden sind die Kandidaten schon dabei. 19 Teller sind vor ihnen aufgebaut. Lecker Sushi. Ja, da verabschiedet er sich nach 18 Stunden, nach 342 Tellern, nein, Stück Sushi. Und da geht natürlich auch die Hose nicht mehr zu. Aber von formvollendeter Höflichkeit trollt er sich da von dannen. Muss man wirklich sagen. Und bevor wir da den ultimativen Showdown haben, ob es jemand schaffen wird, tatsächlich die 24 Stunden durchzuhalten, das sehen wir gleich. Zunächst aber nochmal sportliche Betätigung an der schiefen Ebene. Rutschpartie ins Glück. Ins Glück natürlich nicht, denn die Million, die ist futsch, aber vielleicht wird es ja noch eine Kandidatin schaffen. Wollen wir es hoffen? Wir erfahren es gleich. Sportsbacher mit nervenzerfetzender Action auf dem Motocross-Kurs. Der Super Million Man jagt seine Herausforderer. Musikalisch geht's zur Sache auf dem Riesenpiano. Can you celebrate? Bisher konnte noch keiner feiern. Es wird Sushi gegessen. Hunderte Stück Sushi haben schon den Weg alles Verdaulichen gefunden.
Aber es sind noch einige Kandidaten dabei, die vielleicht die Möglichkeit haben, 24 Stunden durchzuhalten. Und hier an der schiefen Ebene eine Herausforderin, die sich förmlich festsaugt an der Rampe. Das würde euch auch mal gut tun. Also wir haben überhaupt keine Möglichkeit gehabt, da mitzumachen. Und das mit dem Festsaugen hat auch nicht so gut geklappt. Da kommt sie ein bisschen aus dem Gleichgewicht, ein kleiner Ruck. Und das genügt schon, um hier abzurutschen. Aber nur damit man sich da nicht täuscht, es besteht durchaus die Möglichkeit hier, diese schiefe Ebene bis nach ganz oben zu erklimmen. Wir hatten schon eine Kandidatin, die hat es fast geschafft. So ist es. Aber jetzt hier beim Motocross, da hat sich der Super Million Man wieder super stark gezeigt. Und jetzt hat er allerdings es mit einem Profi-Motocross-Fahrer zu tun, Shinichi Inoue. Uiuiui, der sah nicht so profimäßig aus. Hat er gleich einen kleinen Fehler reingebracht? Wahrscheinlich übermotiviert. Boah, was für ein Sprung. Und der Super Million Man mit beiden Beinen von den Pedalen. Also wenn er sogar diesen Profi besiegen kann, der Super Million Man, dann ist er einfach unschlagbar. Ist zwar spektakulär, wenn man so hoch und weit springt, aber es ist natürlich nicht so gut. Denn schneller wird man mit Bodenhaftung. Es kracht, es raucht, das Ziel ist einmal durchquert. Eine Runde hat der Million Man noch Zeit, den Kandidaten zu stellen. Aber er tut sich hier ausgesprochen schwer. Dennoch, ich bin sicher, die Schlussattacke, sie wird noch kommen. Doch die gerade runter noch zwei Sprünge, dann kommt eine Haarnadelkurve. Jetzt greift er an, der Super Million Man. Diesmal hat er die bessere Innenbahn und da säuft sein Motorrad ab. Sofort wieder gestartet. Wird er es trotzdem noch schaffen? Oh, das wird ganz, ganz, ganz eng. Noch eine Kurve. Und beim Rausbeschleunigen tatsächlich in der Luft den Herausforderer überholt. Was für ein Triumph. Unglaubliche Aktion vom Super Million Man. Da sehen wir das Ganze nochmal. Motorrad abgewürgt, Schnellstarter hinterher. Und dass unser Profi diese Riesenchance nicht verwerten konnte, das finde ich enttäuschend. Wir sind wieder am großen Piano, ein Ehepaar. Der Mann 90 Kilo schwer, hoffentlich bleibt da das Klavier heil. Und die Frau, sie ist eigentlich die Pianistin in der Familie. Seit 10 Jahren übt sie täglich alle meine Endlein. Beziehungsweise Can You Celebrate? Oder Can You Celebrate mit allen Strophen? Aber er, wie eine Elfe. しかし今回はペアチャレンジということで大きなジャンプの必要はありません。さあ、このあたりもいい感じでステップを刻む。残り30秒を切りましたが、これはかなりいいペースなんではないでしょうか。さあ、ここもステップは乱れることがありません。20秒間の時間。Unglaublich, er ist gerade eine Quint gesprungen. Oh, und jetzt ganz schwierige Sequenz. Was heißt hier ganz schwierige Sequenz? Ein Halbton höher. Sie haben es tatsächlich geschafft. Inklusive Modulation, das ist fantastisch. Eine Million Yen. Mit N-harmonischer Rückung zur Million, das ist ein toller Wettbewerb gewesen. Ausgezeichnete Leistung unserer musikalischen Kandidaten. Und hier ist noch eine einzige Kandidatin übrig. Haruka Nakajima ist in der 24. Stunde. Und in dieser Stunde muss sie nochmal 24 Teller, also 48 Stück Sushi aufessen. Dabei sieht sie gar nicht so schwergewichtig aus. Aber das fällt ihr schon richtig schwer jetzt. Sie schleppt sich zurück. Und da liegen noch immer 36 Stück Sushi. Ich glaube, sie kann nicht mehr. Na, einer geht noch. Und
Und man hangelt sich dann eben von einem zum nächsten. Unglaubliche Vorstellung. Ich glaube, es kommt der allerletzte Teller. Und was macht sie da? Bisschen eingelegter Ingwer. Ja, der neutralisiert bekanntermaßen. So ist es aber, dass nach so viel Sushi immer noch so auf den Geschmack und auf die hohe Esskultur zu achten. Ich bin schwer beeindruckt. 598 Stück Sushi hat sie bereits gegessen in den letzten 24 Stunden. Rauf oder runter? Das ist hier die Frage. Ich fürchte rauf. Das wäre natürlich ganz schlimm, jetzt zu scheitern nach fast 24 Stunden. Sie geht's an. Nie war ein Stück Sushi so gehaltvoll wie dieses hier. Und fantastischerweise hat sie das geschafft. Das gibt's doch gar nicht. Dieses, ja, ihr zierliche Persönchen. Gula, 1 Million Yen. Sie hat's geholt. Hier nochmal alles im Überblick, was sie in den letzten 24 Stunden gegessen hat. 600 Stück Sushi. Herzlichen Glückwunsch. Die Million ist wirklich schwer verdient gewesen. Sportsbacker des Tages an der 3, unsere Rutschpartie ins Glück. Auf Platz Nummer 2, ja, der Herr mit Brille hat es an den Tischpanieren etwas fehlen lassen, aber trotzdem sehr engagiert, was er gezeigt hat. Und Backer des Tages, ja, der hat das Spiel ein bisschen falsch verstanden. Getrunken, das Essen dabei vergessen, aufgegeben. Ihr braucht nicht aufzugeben. www.wofan.de, da könnt ihr immer weitermachen mit Sportsbacker. Und ich sag tschüss, euer Andreas. Tschüss sagt auch der Lenz und tschüss sagt auch Kimiko. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal bei Sportsbacker.